Servus und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ich habe keine Ahnung. Ich frage mich, wie ihr... Ach, da kann man an Deck gehen. Aber dann ist man immer hier gleich. Gibt's noch was anderes? Wir waren doch gerade am Nordpol. Das hier. Ach. Okay. Ah, das wusste ich ja gar nicht. Jetzt geht er wieder rein. Das wusste ich ja gar nicht. Ist hier der Nordpol? Keine Ahnung, wie ich. Auch nicht so aus. Wie komme ich denn zum Nordpol? Das hat er doch vorhin gesagt, oder? Hier? Hier! Mein Gott, das habe ich noch gar nicht gesehen. Ach. Ach, ich bin so ein Blindfisch, Wie ehrlich. jetzt? Das soll der Pol sein? Da tut Lonzo ja mehr Eis in die Drinks, wenn er Alkohol sparen will. Was für eine Enttäuschung. Erstmal hier den hier. Was haben wir hier? Ein Schlauch. Ah, den Schlauch endlich. Ja, da kann ich die Benzin abpumpen. Das ist schon mal gut. Ah, da geht's ja wieder vorwärts jetzt. Schneeschaufeln. Aber ich Ich habe keine sollte mir ein Schaufel. bisschen davon mitnehmen. Vielleicht bekomme ich später noch die Gelegenheit, Amtmann Argus einzuseifen. Ja. Das Schild? Schild ist größer als der Pol. So eine Fackel könnte ich gut gebrauchen. Aber um da ranzukommen, bräuchte ich irgendwas, um das Eis zu schmelzen. So eine Art, weiß auch nicht, transportables Feuer. Mist. Wasserhahn. Mist. Der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Was gibt's noch? Die Türe klingeln. Warum kann ich denn hier nicht hin? Mist, der Knopf ist eingefroren. Kein Wunder, dass der Pizzabote nicht aufgetaucht ist. Sonst gibt's hier ja nichts mehr. Och, Sternenhimmel. In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Eine dämliche Raute. Genauso dämlich wie unsere Kanzlerin. Ex-Kanzlerin, Gott sei Dank. Mittlerweile bin ich froh. Na gut, dann gehen wir mal wieder zurück. Jetzt haben wir den Schlauch. Ich muss mal da. Ich hab das echt. Ich hab das die ganze Zeit nicht gesehen. Wir müssen Isla Butt. Jetzt kann ich mit dem Schlauch ans Dieselchen, oder? Logan. Hoff mal. Damit sollte ich mir etwas vom Diesel abzapfen können. Und jetzt sollte ich mich beeilen, ein adäquates Gefäß zu finden. Es läuft ja schon alles ins Meer. Ja, dann quatsch nicht so viel, du Umweltverschmutzer. Hier. Das Zack. ist wohl das langweiligste Gefäß zum Transport von Dieselöl, das ich auftreiben konnte. Aber was soll's? Ich dachte schon, er nimmt es nicht. Das wäre es jetzt noch gewesen. So, dann Hier wieder gibt's ab. einen Tank für Dieselöl, aber ich kann mich ja schließlich.
Nimm den Schlauch wieder mit. Jetzt läuft das Dieselöl wieder. So dumm, dass der Das lässt er jetzt so? Naja, was soll's. Ist doch nicht mein Problem. Okay, ich glaube, ich weiß, wie ich die Delfine zum Lachen bringe. Radar. Dann muss ich nach Portafisco. Dann hier. Dann Diesel. Tank. So, der Tank ist wieder voll. Zeit für etwas Turbinen-Action. Na, da bin ich jetzt aber gespannt. Deckel zu. Und anschmeißen. Mich anschmeißen. Knopf. Wo kommt denn plötzlich dieser Gestank her? Nein, einmal in die Duftbäume. Oh. Jetzt sind die Duftbäume überall. Aha. Muss ich das Ding wieder ausschalten? Dann sind die Duftbäume weg. Logisch. Na gut, dann schaut man es halt wieder an. Dann schnappe ich mir mal so einen Duftbaum. Alle oder nur einen? Alle. Okay. Wieso kann ich jetzt denn da nicht? Ach, da ist er schon. Ich habe irgendwie so eine Idee. Eis hier noch, Kuli? Ja, das ist aber noch nicht. Hier ist mein feines Gespür. Das ist auch so schon cool genug. Meine Sachen stinken nicht. Sie riechen nach ehrlicher Arbeit. Upsi, da habe ich wohl mal wieder ein wenig ehrlicher Arbeit geleistet. Ja, ich dachte, es ist Eis auf dem Boden. Geht nicht, oder was? Das ist auch so schon cool genug. Das ist auch so schon cool genug. Das ist auch so schon cool genug. Meine Sachen stinkt, sie riecht. Upsi, da hab ich... Das wäre zwar sehr lustig, aber solange noch Hoffnung besteht, dass mir etwas Lust... Das ist auch so schon cool genug. Super. Für was brauche ich jetzt diese Bäumchen? Muss ich vielleicht erstmal diesen Dampf wieder ausschalten? Nochmal darüber gehen. Vielleicht jetzt. Hm? Die Idee war gut. Hm? Wer hat das? Ja, das ist lustig, aber noch nicht lustig genug. Hier ist mein feines Gespür für intelligente Unterhaltung gefragt. Vielleicht macht er das mit den Bananen dann später. Das Eis. Ja, das ist lustig. Das wird die Delfine garantiert aufmuntern. Hm, verdammt, mein Plan braucht wohl noch ein wenig Feinschliff. Irgendwie bezweifle ich, dass ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will ja ein Tauchboot entern, keinen Blumenladen eröffnen. Alter. Okay, die Ölkanne ist weg. Ich habe den Fisch. Ich habe die Stinkbäumchen. Für was brauche ich die denn? Ah, ich gebe dir den Gronkh, damit er nicht mehr so stinkt. Weil ich kriege von ihm irgendwas anderes. Hey Gronkh, du Stinkbolzen. Hier, Duftbäumchen für dich. Der Gestank ist authentisch. Das muss man ihm lassen. Okay, bringt nichts. Warum sollte ich meine eigenen Sachen verbrennen, wo es doch noch so viele schöne fremde Sachen zu verbrennen gibt?
Für was brauche ich denn diese Bäumchen jetzt? Habe ich was übersehen am Nordpol? Alles klar, Schiffsteuermann? Eigentlich. Über deine erstmal. Wie geht es jetzt weiter? Keine Ahnung. Das Tauchboot scheint untergetaucht zu sein. Da können wir lange suchen. Es sei denn, du hast einen Unterwassersuchtrupp an der Hand. Wie wäre es mit einer Gruppe ausgebildeter Torpedodelfine? Es geht aber schon noch darum, deine Freundin zur Vernunft zu bringen, oder? Im Krieg und in der Liebe ist jedes Mittel erlaubt. Zurück an die Arbeit, Matrose. Aber ich bin der. Ach. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Na klar. Das war's, okay. Was sagt er? Ah, Rufus. Gibt es schon eine Spur von diesem Tauchboot? Ich arbeite dran. Der Organon hat den schwimmenden Schwarzmarkt abgeriegelt. Argus ist uns also bereits auf den Fersen. Das ist schlimm. Der Organon hat uns hier immer in Ruhe gelassen. Keine Sorge, Doc. Sie werden für ihre Frevel bezahlen. Für all das Leid und den Rein Interesse. Meinst du, sie werden auch für den Schaden bezahlen, den du angerichtet hast? Sie werden... Wo bekomme ich noch gleich die Torpedoausrüstung her? Ja. Ich mach dann mal weiter. Halte mich auf dem Laufenden. Alter, ich weiß nicht, was ich machen soll. Da brauche ich dieses Ding. Oh mein Nordpol, vielleicht habe ich hier was vergessen. Wasserhahn. Mist, der Wasserhahn ist zugeeist. So viel zu meiner Idee mit der Schlittschuhbahn. Da brauche ich was zum Auftauen. Ein Schild, das keinen interessiert. Keine Ahnung, einfach mal. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Oder wofür auch. Ich weiß, wie man eine Klingel benutzt. Drücken, wegrennen. Keine weiteren Hilfsmittel erforderlich. Also Sprit habe ich dafür gebraucht, damit ich dann Duftbäume bekomme? Und für was brauche ich den Schnee? Cool! Weide. Wie war gleich dieser Gewitterreim? Weiden sollst du meiden. Was für ein Glück, dass Ahorn und Rhododendron alle sind. Ach so. Plus den Schirm. Ah! Ich glaube, ich weiß ungefähr, was. Ich vermute was. Ob das hinhaut, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht muss sie sich in den Schneehaufen stellen. Und die Duftbäume nehmen und ist ja Wasser im Endeffekt. So, Mäuschen. Hier das Eis. Das ist der perfekte Platz, um Behältnisse mit Wasser zu befüllen. Oder vom Blitz getroffen zu werden. Aber es ist ein denkbar dämlicher Platz, um meinen Kram abzustellen. Guck mal, ich habe eine Eisskulptur von dir gemacht. Oh, wie romantisch. Hättest du doch bloß was gesagt, dann hätte ich mich vorher noch gekämmt. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben auf das Plateau stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt müssten wir irgendwie diese Duftbäume über deinem Kopf befestigen. Über meinem Kopf? Aber wie das denn? Du hast recht. Das klappt so noch nicht. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Kling. Was hat jetzt Kling gemacht? Füße im Wasser.
geht's. Warte mal, vielleicht. Pumpe. Das ist auch so schon cool genug. Gibt es hier nichts mehr, außer... Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht. Dieselgenerator. Jetzt läuft das Dieselöl wieder ins Meer. Zu dumm, dass der Generator nicht mehr läuft, um die Pumpe anzutreiben. Wie? Die Pumpe läuft nicht mehr? Ist doch eine Hahnpumpe. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Na super. Hier gibt's halt wirklich nur den Generator, sonst nichts, rein gar nichts. Ich bin kurz überfragt, ich muss mal kurz Pause machen, bin gleich wieder da. So, bin wieder zurück. Nein, 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 ich will gar nicht raus. An diesen Pol schauen, was da ist. Irgendwas habe ich doch übersehen, oder? In Kuva konnte man das letzte Mal die Sterne so klar sehen, als ich 9 war. Ich hätte wohl nicht den Filter aus dem städtischen Müllverbrennungsgenerator ausbauen sollen. Oha. Aber hier gibt's nichts mehr, gell? Hey, was steht da denn? Einen heißen Tee. Oh! Vorsicht, der Tee ist heiß. Ja, ist ja gut. Höre ich da eine Herausforderung? Nein, ich... Au! Verdammt! Ich habe dich ja gewarnt. Was machst du da? Eistee. Aber der Tee war doch gegen die Kälte. Na und? Ich bin ja auch gegen Nahrungsmittelverschwendung. Und musste trotzdem zusehen, wie du die Pommes weggeworfen hast, die ich dir nachts in die Nase gesteckt hatte. Jetzt sollte es gehen. Tu es nicht. Der Tee ist... Heiß? Wohl kaum. Nein, ich meinte ja auch... Dünn. Oh oh. Jetzt pinkelt er nicht aus. Ich dachte, wir müssen den Tee drüber schütten. Es stimmt wohl, was man sagt. Man kann das Schmelzen der Pole einfach nicht aufhalten. Jetzt kann man die Fackel nehmen. Er hat bestimmt nichts dagegen. Nicht bevor er sich die Hände gewaschen hat. Dieses Ferkel. Okay, jetzt haben wir eine Fackel. Jetzt können wir diese Reifen anzünden eigentlich, oder? Gibt's hier noch was, was ich übersehen habe? Ah, und hier kann ich die Fackel anzünden. Das ist was sehr Gutes. Rufus haben Feuer! Ja, Feuer! Dann zünden wir mal die Reifen an. Was ist besser als ein Berg aus Reifen? Richtig, ein Berg aus brennenden Reifen. Ja. Achievement. Captain Plant. Dann nehmen wir mal den mit. Schiebt er sich einfach so in die Tasche. Autsch! Ach, so wird das nichts. Der brennende Reifen ist sowas wie mein Wappentier. Fehlen nur noch die Vampirzähne. Dann zurück ins Kai. Durchreiche. Vielleicht kannst du mir was aus Reifen basteln hier.
Hey Lady, kannst du den Reifen gebrauchen? Oha. Was wird das bitte? Ach, nichts weiter. Ich will nur den Babydelfinen ein paar Tricks beibringen. Was willst du? Sagte ich beibringen? Ich meinte natürlich vorführen. Ich will ihnen ein paar Tricks vorführen, um sie aufzumuntern. Sie sollen ja nicht so traurig enden wie ihre Eltern. Wenn den Kleinen etwas passiert, dann töte ich dich. Ich meine es ernst. Ich töte dich. Die Tante meint das nicht so. Wenn sie erst einmal sieht, wie toll ihr durch brennende Reifen springen könnt, wird sie hin und weg sein. Also, los geht's. Alle, hopp. Sie brauchen wohl noch einen kleinen Anreiz. Vielleicht muss es hier mit dem Ding anschalten. Das wird spektakulär. Den Köderfisch hier rein. Ja, so kann ich den Delfinen endlich den Reifentrick beibringen. Mann, Toni wird Augen machen. Ich kann kaum erwarten, ihr zu zeigen, wer hier der echte Delfin-Dompteur ist. Komm, Fischi, Fischi. Oh. Ja, da. Uiui, andererseits ist Toni auch gerade sehr beschäftigt. Was habe ich denn hier Achievement? Tierfreund, ja. Kann man das Becken auch mitnehmen? Ja, jetzt geht's voran. Okay. Ich habe Thunfisch, ich habe Becken. Was machen wir zuerst? Ich kann auf alle Fälle schon mal nach Islamabad. Müsste das doch alles funktionieren. Hier. Das Becken hier. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Na super. Aus dem Hahn kommt nur öliges Wasser. Genau das, was mir fehlt. Auf einer Insel mitten im Meer. Der perfekte Platz für mein Jacuzzi. Mein Mädchen. Kannst du dich noch mal an das Planschbecken stellen? Na klar. Und jetzt? Jetzt nimmst du diesen Regenschirm hier. Okay. Und die Bäume. Jetzt müssten wir irgendwie diese Duftbäume über deinem Kopf befestigen. Etwa so. Oh, wie schön! Wie Grill-Donnerstag-Baumschmuck! Gut. Jetzt kann ich doch raufklettern, oder? Genau. Sehr schön. Klettern wir mal rauf. Halt. Dann wollen wir mal. Baby. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Hab ich was vergessen? Wahrscheinlichkeit manipulieren. Regenschirm, Baum, Wasser. Blitzschlag verhindern. Alles gut bei dir? Alles supi. Ich kann dir gar nicht sagen, wie gespannt ich bin. Glaub mir, du wirst noch viel gespannter sein, wenn mein Plan funktioniert. Hui, wie schön. Es wird eine elektrisierende Erfahrung für dich. Ich freue mich so. Die Erkenntnis wird dich sozusagen wie ein Blitzschlag treffen. Wie war das? Das, vergiss es einfach.
gleich diese Gewittertipp. Wie waren noch gleich diese Gewittertipps? Also, man sollte bei einem Gewitter nie im Wasser sein. Außerdem sollte man Weiden meiden. Man sollte also nie unter einem Baum stehen. Und schließlich sollte man auch keinen aufgespannten Regenschirm halten. Aber... Selbst wenn man all diese Regeln einhält, ist die Chance, von einem Blitz getroffen zu werden, noch immer gering. Da ist es fast wahrscheinlicher, im Lotto zu gewinnen. Wasser, Baum, Regenschirm, Lotto. Jetzt habe ich alles. Bleib so. Ich bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten, nicht reden. Muss ich warten, bis sie getroffen wird? Dann wollen wir mal. Oder muss ich die andere machen? Scheiße. Aua. Muss es die andere machen? Mal probieren. Das würde nichts bringen. Das würde nichts bringen. Ach Gott. Alles gut bei dir? Alles supi. Ja, komm mal wieder. Bleib runter. So. Ich Nein. bin gleich wieder da. Schön. Du bist ein echter Freund. Warten. Alles gut bei dir? Alles supi. Komm erst mal wieder runter. Okidoki. Oh, na endlich. Habe ich was verpasst? Weißt du noch, wie ich dich vor dem Drachen beschützt habe? Lass mich das umformulieren. Habe ich etwas verpasst, das sich nicht lediglich in deinem Kopf abgespielt hat? Hä? Wo denn sonst? Hey, Goal! Alles gut bei dir? Langweilig! Was treiben wir hier überhaupt? Keine Sorge, gehört alles zum Plan. Ich habe einen Plan. Kannst du dich kurz da drüben in das Planschbecken stellen? Ich soll mich mitten in einem Gewitter in einen Kübel Wasser stellen? Also machst du es? Himmel, nein! Okay. Für wie naiv hältst du mich denn? Für wie naiv? Okay. Warte mal. Du schaltest mich jetzt aber nicht um und fragst mein naives alter Ego, oder? Aber Goal. Ich war... Nein, war... Ich warne dich nicht, okay? Zu spät. Mist. Weiter geht's. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Okay, das hat schon mal nicht gebracht. Baby Goal! Hey, Goal! Alles gut bei dir? Nicht, ich hab... Ich bin ja bei... Aber ich... Weiter geht's. Ich folge dir überall hin. Ich weiß es gar nicht. Machen wir mal was... Machen wir mal zuerst das andere mit der Katze. Vielleicht komme ich da weiter. Komm, Kitty, 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 komm, jo. Schau mal, was ich hier Feines habe. Gleich wird sich zeigen, warum der Napf draußen steht, obwohl die Katze drinnen eingesperrt ist. Sie kann ja nicht gleichzeitig drinnen und auch nicht drinnen sein. Es sei denn natürlich, es handelt sich um eine Schrödinger-Katze. Quantenmechanische Zombies. Nicht wirklich tot, nicht wirklich am Leben. Entdeckung, Goal! Was? Ich habe soeben die unbändige Kraft des Wellenteilchen-Dualismus entfesselt. Was ist denn los? Ich verstehe gar nichts mehr. Ich habe soeben das größte Rätsel der Quantenphysik gelöst. Es gibt eine Katzenklappe. Ja, die hättest auch so sehen können. Was sagt man da? Na dran.
Ich bin zwar genauso gelenkig wie eine Katze, aber leider auch so muskulös wie ein Löwe. Mit meinen breiten Schultern würde ich niemals durch diese schmale Klappe passen. Sie ist süß. Sie passt zu mir. Alter. Hey, Goal. Alles gut bei dir? Ich weiß nicht. Hast du durch diese Katzenklappe? Ich glaube nicht. Ich bin immerhin nicht so sportlich wie du. Naja, schon klar. Warum machst du es dann nicht selbst? Tja, ich... Aber meine Schultern sind einfach zu breit. Und dann all diese Muskeln und so. Ui, darf ich mal anfassen? Na klar, bedien dich. Leidest du unter so einer Krankheit, bei der die Knochen labbrig werden? Was? Nein. Du Armer. Okay, die macht's nicht. Weiter geht's. Dann ich folge dir. Dann wird's die andere machen, weil die Krawall ist und so. Oh, na endlich! Hey, Go! Alles gut? Tja. Hast du durch diese Katzenklappe? Du bist wohl zu fett, was? Das sind alles Muskeln. Willst du mal anfassen? Nein, danke. Ich will mich nicht mit Schwabbelitis anstecken. Da schwabbelt doch nichts. Das Licht ist nur ungünstig. Geh mal einen Schritt zur Seite, Baba. Ich zeig dir jetzt, wie das aussehen muss. So geht das. Warte mal kurz. Kann man kurz Pause machen? Wir machen kurz Pause. Oh, Scheiße. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ciao, ciao.